Ladies and Gentlemen, meine Skincare ist ein bisschen verbessert worden seit den letzten paar Videos. Ein bisschen besser. Aber da man ja Masken jeden Tag tragen muss zur Arbeit, dann wird es immer ein bisschen schwieriger. Aber wer keine Masken zur Arbeit tragen muss, ist definitiv die Person, über die wir heute reden. Die Person, über die wir reden, die könnte sich wahrscheinlich mit einem Fingerschnips jede Skincare der Welt kaufen. Heute reden wir nämlich über eine Milliardärin, die mittlerweile selbst auch Songs macht. Ich bin durch Sophie Passmann, weil ich der auf Twitter folge, darauf aufmerksam gemacht worden. Hab von einem Song ein paar Sekunden gehört und ich wusste sofort, dass es eine Make-It-Stop-Episode wird. Und deswegen habe ich auch gleich rausgetweetet, das ist so ein Geschenk für eine Make-It-Stop-Episode, das werde ich definitiv innerhalb der nächsten paar Wochen durchziehen. Und here we are. Also, wir reden über die Milliardärin Elisabeth Furtwängler. Sie hat die ganze Kohle vererbt, selbstverständlich. Und natürlich werden wir uns jetzt das Ganze anschauen, weil ich es ziemlich interessant finde, weil als Milliardär meint man eigentlich, man kann sich bestimmt irgendwie in die Musikindustrie reinzwängen lassen. Irgendwie, man rutscht schon irgendwie durch Major Labels oder einfach allgemeinen Deals, wo man fair behandelt wird und vielleicht mal an der Spitze der deutschen Charts steht. Aber nein. Wenn ihr dieses Material gleich von ihr hört, dann wird euch schnell klar sein, das sind mehrere Probleme. Kleinere Problemzonen. Und ich dachte, als guter Start, damit man sie so richtig gut kennenlernen kann, gibt es auf ihrem Kanal, auf ihrem Artist-Kanal namens Carefor, ein Musikvideo zum Cover von Eminems Godzilla. Aber nur der schnelle Part. Ja, sie ist eine von denen wahrscheinlich. Eminem ist der größte Artist ever. Er rappt schnell. It's fun for me just to grab a boob. Plus my penis got an attitude. Er rappt schnell. That's an awfully hot coffee pot. Do you believe that Jeffrey Epstein took his own life? Probably not. Er rappt schnell. Cinnamon, finnamon, all frimmon, infimmon, all venomin, heart venomin, cinnamon, all venomin, cinnamon, salt venomin, Eminem. Und er rappt schnell. We got a number one victory royale. Yeah, Fortnite, we bout to get down. Get down. 10 kills on the board right now. Just wiped out Tomato Town. Ich dachte halt, ich will sie auch kennenlernen zu einem gewissen Aspekt. Ich will dieses Video anschauen und das geben wir uns mal. Trigger happy, pack heat, but it's black ink. Evil half of the bad means. Evil that means. Take a backseat, take a back to fat beats. With a maxi, single look at my... Es waren 10 Sekunden. Es waren 10 Sekunden. Es ist schon so viel einfach zu verarbeiten. Genau das sind Eminem-Fans für mich. So, es ist wirklich genau sowas. Immerhin Respekt dafür, dass du mehr Likes als Dislikes bekommen hast. Ich verstehe nicht warum. Ich bin ehrlich, okay? Ich bin ehrlich. Ich bin wahrscheinlich der Ehrlichste, der jemals deine Musik kritisieren wird. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, mit einem kleinen Wortwitz, I do not care for your whole music career. Und das kann ich schon nach 20 Sekunden sagen von zwei verschiedenen Songs, die ich bisher gehört habe von dir. Aber machen wir mal weiter. Das Problem ist aber auch, das wird man sehr schnell merken, ihr deutscher Akzent. Das ist furchtbar. Ich weiß nicht, wer immer noch auf die Idee kommt, es gut zu finden, wenn ein Deutscher Englisch irgendwie rappt und versucht, es richtig zu kommerzialisieren. Oder allgemein deutsche Artists, die Englisch singen. Es klingt scheiße. Deswegen ist DSDS hauptsächlich auch nicht erfolgreich, meiner Meinung nach. Erstens wegen den scheiß shady as fuck Labelverträgen, die bekommen, wahrscheinlich. Und zweitens, es klingt nicht gut mit diesem fucking Akzent. Ich will nicht eine Coverversion von Billie Jean hören, die Billie Jean is not my lover. Ich will es nicht hören. Das klingt nicht geil. Es ist so wack. Du bist wack und Eminem ist genauso wack für die Scheiße. Es interessiert mich nicht, in wie vielen fucking Syllables du in 10 Sekunden rappen kannst. Es juckt keine Sau, ich schwör's dir. Nur fucking Amerikaner aus fucking Texas mit dem Trucker-Hat und eine scheiß Sonnenbrille im Twitter-Profilbild, denen juckt's. Denen juckt's. Aber lass normale Menschen einfach in Frieden. Es klingt nicht geil.
Wirklich nicht. Willst du mir sagen, dass du jedes Wort weißt über Eminem in dieser scheiß Triple Time Passage oder wie man auch immer den Scheiß nennt? Das ist ein bisschen auch schuldig bei Kollegas Part. Ich interessiere mich nicht dafür, dass du deinen Ballermann ladest und ballerst dann auf alle Mann in deiner Bande. Motherfuck, es juckt mich nicht. Es juckt mich nicht. Es ist technisch gut, aber es hört sich nicht geil an. Klar, wenn man jetzt irgendwie technische Rapper irgendwie bevorzugt und sagt, geil, ich finde es cool, wenn irgendeiner in mein Ohr singt dann oder rappt, super, dann hier, viel Spaß damit, aber es klingt nicht geil. Es hat nichts mehr damit zu tun, einen guten Rap-Song zu machen. Es ist aber bloß dann ein bisschen Technik und, oh, guck mal, ich kann bla 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 innerhalb von 5 Sekunden sagen. Ja, cool, Bro. Fischers Fritz fischt auch frische Fische, von dem her juckt's mir auch nicht. I feel like I'm mentally ill, I'm a teller, killer, be killer, my killer, be the vanilla gorilla, you're bringing the killer with me, out of me, you don't wanna be the enemy of the demon who dead, admit it, you're an enemy, 100% you is a fifth of a percent. Oh, die Folge ist jetzt schon furchtbar. Die Folge ist jetzt schon fucking Tortur. Und ich habe bloß 41 Sekunden von diesen 50 Sekunden gehört. Ich habe nicht mal den Song fertig angehört von ihr. Und wenn du auch in die Kommentare schaust, da sind auch furchtbare Menschen dabei. Richtig nice abgeliefert, besonders der mittlere Part. Ja, super, genau, wo sie gesagt hat, war ein bisschen besser als das mit den. Weißt du, es ist. Oh! Hammer, mach weiter. Oh mein Gott, wow, so schnell kann ich nicht denken. Das ist der Punkt. Das ist auch, by the way, der ganze Punkt von der Sache. Es juckt mir nicht, was du in deine scheiß Zeilen miteinander drücken kannst. Das ist sowieso das Problem bei Eminem. Es juckt mich nicht, weil der Flow awkward as fuck platziert ist. Er schaut wirklich auch nur auf die technischen Aspekte, anstatt einfach allgemein auf alle Aspekte des Raps zu gucken. Das kannst du von mir 2005 machen, okay. Aber irgendwann. Es ist langweilig. Es ist 2021. Es juckt keine Sau mehr. What did you say? Es ist ein guter Kommentar. Es ist, ja, es ist wirklich, das like ich auch direkt, weil es ist die Wahrheit. Gehen wir aber mal zu ihrer originalen Musik rüber. Und natürlich für eine Milliardärin, die alles vererbt hat, ist es natürlich richtig, ihren nächsten Song Privilege zu nennen. Ja, es ist auf jeden Fall nicht Ironie. guck mal, da ist ja schon, die Bewertungen sind ausgestellt. Ja, Mann. Ich film auch mein... Musikvideo erstmal so. Guten Abend. Man muss natürlich auch fairerweise sagen, ihre Stimme ist nicht so schlecht. Gleichzeitig muss man aber auch sagen, ihre Stimme ist nicht so gut. Well, let's be nice. Yeah. Let's be nice. We don't have to go there. I mean, you're not wrong, but you didn't have to say it. I mean, good lord. I'll be real with you. I've got privilege. I'll be up front. Was born into it. Never. Und genau das meine ich mit dem deutschen Akzent. Das hört sich furchtbar an. Komplett furchtbar. Wirklich. Ich find's auch richtig cool, wie sie Privilege ausspricht. Wo ist es nochmal? Doch hier. Privilege. Kennst du? Du kannst mir nicht erzählen, die hat nicht erwartet, dass sie dafür geklaut wird. Wirklich nicht. Never been hungry for a day of my life. Never been worried where I'd be staying at night. Ja, Mann, da kann ich richtig relaten. Ich persönlich und die meisten auf der ganzen Welt suchen sich Songs auch, zu denen sie ein bisschen relaten können. Und solche Strophen wie, ja, ich war noch nie einen Tag hungrig. Ja, das ist toll. Schön für dich, Alter, aber es juckt uns nicht. Muss ich mir jetzt wirklich eine Rap-Passage von einer reichen Göre anhören, weißt du? Das ist wirklich unfassbar. Oh, yeah. Let me be real with you. I've got privilege. Doesn't make me better than you. We don't choose where we come from. It's not a level playing field, but we share the same love we feel, whether you have a little or a lot. No. So richtig Eminem, weißt du? Oh, es ist so. Dass ich von einer Milliardärin gesagt bekommen muss, dass ich auf der gleichen Stufe wie sie bin, Bitch, nein. Wirklich nicht. So 0,0 sogar. Du kannst in ein Einkaufszentrum gehen und brauchst nicht mal irgendwie auf dein Bankkonto schauen oder sonst was und dich fragen, ja, kann ich mir das leisten und dies leisten? Da beginnt schon. Wohnt da wahrscheinlich in ihrem, im Schloss von Jürgen Milski, weißt du? Und mit mir sagen, ja, wir sind auf derselben Stufe. Do you only see privilege, privilege? Ja,
Ich sehe nur Privilege. Nur. Ist deine Frage jetzt beantwortet, oder? Übrigens, ich will es nur mal, by the way, sagen, ich bin definitiv keine Eat-the-Rich-Person oder sonst was. Das finde ich genauso scheiße. Weil wenn ich reich wäre, dann würde ich mich erstens nicht so verhalten wie die Alte hier. Und zweitens, zweitens würde ich definitiv achtsam sein auf das, was ich repräsentiere. Was sie aber irgendwie gar nicht kapiert. Diese Self-Awareness-Stufe ist halt bei ihr überhaupt nicht da. 0,0. Sie denkt, sie wäre fucking woke, fucking, keine Ahnung, auf Eminem, Jaden Smith Level, aber no, hell no. Was zählt denn? Was zählt denn? Nach ihrer Meinung. Das würde mich mal interessieren, ja? Du kannst von mir aus nebenbei für Schlagzeilen hier und da irgendeine kleine Summe spenden. I don't give a fuck. Das macht mich nicht zu einer Superperson oder sonst was. Das macht sie auch nicht zu einer Superperson. Ich spende Sachen, sie spendet Sachen. Bin ich jetzt genauso ein Supersamariter? Nein. Wir sind definitiv nicht in this together. So, wirklich null, null. Na, nee, nee. Ich find's auch geil, dass sie wahrscheinlich in den fettesten Designer-Klamotten, die sie hätte finden können, den ganzen Scheiß rappt, weißt du? Also, jetzt ist der Song auch vorbei und man muss auch definitiv sagen, das wird nichts. Mit dem Approach vor allem, den sie wagt, sage ich jetzt mal, das wird nichts. Und ich glaube, ich spreche auch für sehr viele Menschen, wenn ich einfach sage, ich möchte keine Milliardärin hören, die sich irgendwie so auf Fake Humble erweisen möchte. Die Kommentare sind auch super. Von Frank Groß zum Beispiel, ich freue mich für jeden, der im Fokus steht und somit effektiver für Schwächere einsetzt. Chapeau und hör nicht auf die selbsternannten Bessermenschen und für andere Schema, die können nichts außer soziale Brandstiftung. Mach weiter so. Lieber Frank Groß, wie hart kann man den Stiefel einfach deepthroaten? Linda Solimmer sagt, gut gesungen und gut nachgedacht. Weder noch. Pack auf das Vocal Effects drauf, ein bisschen Autotune. Und ich klinge besser als sie. Ach, ich wusste gar nicht, dass das auch auf Streaming-Plattformen draußen ist, das Ganze. Da schaue ich doch gleich mal nach, wie sie sich halt schlägt bei den Streaming-Plattformen. Carefor, bei Spotify. Mal gucken. Schwierig. Schwierig. Da wird sogar bei der Spotify-Page erklärt von ihr selber, um was es in ihrer Musik nämlich geht. Carefor ist gleich to care for what you do and why you do it. Ist die Message bei dem Song Privileges gerade rübergekommen? Kein bisschen. Early influences like Eminem and Ed Sheeran inspired her. Toll. Sind definitiv auch Vorbilder, ne? Das, ja, klar. Es steht auch drin, sie hat versucht mit deutschen und amerikanischen Producers zu arbeiten, aber es hat anscheinend nicht so ganz funktioniert, was ich mir überhaupt nicht vorstellen kann, by the way. Ach, sie wurde encouraged vom Manager. Ja, dann ist ja der Manager schuld. Entschuldigung, vielleicht soll ich auch nicht so gemein sein letzten Endes, aber ich bin natürlich ein bisschen ehrlich, weil ich so eine Scheiße anhören muss und ich denke mir, why? Für welche Gruppe soll das relatable sein? Bootlicker. Sonst nix. Ich habe gerade auf ihr Spotify-Profil geguckt und natürlich folgt sie einer Playlist von Julia Engelmann. Dass die natürlich sich so super verstehen, das ist mir schon klar. Weil diese Haar genauso fake woke. Ja gut, ein Song noch und dann schließen wir das Ganze mal ab. Ich entscheide mich für Inner Critic. Es klingt genauso wie ihr Godzilla-Cover. Stimme, scharfe Zunge in meinem Kopf. Was ist das für ein Schrott? Das wird nicht sehr. Was machst du da? Ich antworte, hey, nein, lass mich mal gerade an. Gott. Wirklich, es ist so Eminem-like. Es ist furchtbar. Es ist painful. Wirklich, es ist painful. Weil es hat auch nichts mehr mit Inspirieren zu tun, wenn du buchstäblich einfach das scheiß Instrumental von Godzilla kopierst, was du vor ein paar Monaten erst noch gecovert hast. Gut genug, brauchst Talent, kein Glück. Du bist verrückt, in deiner Skizze gekritzelt ist nichts geglückt. Geh zurück in dein Bett, wein dich aus, vergiss es, da wird nie was. Oh, es ist so Haus-Maus-mäßig und ich bin auch froh, dass es einen Kommentar tatsächlich auch hervorgehoben hat, den sie wahrscheinlich noch nicht gelöscht hat, weil sie wahrscheinlich nicht versteht, was Haus-Maus-Rap ist. Ich bin jetzt zwar auch nicht so einer, der jetzt wirklich direkt Haus-Maus-mäßig draufschaut, aber wenn man ja natürlich technische Aspekte jetzt irgendwie hervorheben möchte, weil es ja wirklich eine glatte Kopie von Eminem ist, dann ist natürlich das Technische natürlich ein bisschen im Vordergrund. Und es ist natürlich dann auch
derselbe Fehler, den Eminem auch begeht, dass man zu sehr auf das Technische schaut, aber bei ihr ist nicht mal das Technische wirklich ein bisschen da. Bei Eminem kannst du es wenigstens respektieren, dass er technisch versiert ist, weil er es auch wirklich kann. Aber es juckt halt keinen, weil ich mehr brauche und weil alle anderen Menschen mehr brauchen, außer fucking, wie gesagt, Trucker-Driver aus Texas mit ihren scheiß Sonnenbrillen im Auto als Profilbild auf Twitter. Die Ideen sind nicht gut, die Rappen sind schlecht, hoffe ich kreis, sorge vielleicht beim Besitzen gefällt, hab keinen Ton, ich Idiot, überlasse ich es echt, bin am Ende, will aufgehen, mein Erdbeben bringt die Wende, mir die große Kraft, die den König... Letzten Endes kann ich hier nur mitgeben, es ist definitiv besser, wenn es auf Deutsch macht. Also auf Englisch. Auf Englisch klingt es wirklich furchtbar. Das klingt jetzt schon ein bisschen besser. Gut genug ist aber eine andere Stufe und deswegen halte ich mich da ein bisschen zurück. Wem es gefällt, hey, dann hast du hier die offiziellen Bootlicker Nationalhymnen. Und auch der Frau Furtwängler kann ich selber sagen. Ich meine im Endeffekt, yo, wenn es dir Spaß macht, go for it. Aber erwarte nicht, dass die Public Reception von deinen Songs allzu positiv ablaufen wird. Und damit ist dieses Video auch schon zu Ende. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe, wir sehen uns auch beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, ciao, lasst es euch gut gehen.